Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Part Alundra mit mir Mr. Horror Jumper. Leute, wir waren hier und haben die Maschine zerstört. Jetzt gibt es aber so einen Punkt. Ich habe zum Glück ein Safe gesetzt. Wir können nämlich hier runterspringen. Oh, wir haben es sogar exakt geschafft. Denn so kriegt man den goldenen Falken. Anders kommt man da nämlich nicht dran. Also merkt euch das. Da können wir, glaube ich, nicht runter. Also ich drücke schon nach unten. Nee. Auch wenn das sehr interessant aussieht. Viele haben sich das wahrscheinlich dann auch gefragt. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Aber naja, was soll's. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Genau. Hier muss man nämlich durch, damit man wieder rauskommt. Das wusste ich damals nicht. Da habe ich mir immer gedacht, scheiße, wie kommst du hier raus? Und ja, ich kann ja auch eigentlich hier entlang einfach gehen. Wir werden ja schon nicht eingesogen, also hoffe ich zumindest. Und beeilen uns jetzt einfach mal, da ich nämlich keinen Bock mehr auf Wasser habe. Ah, seht ihr, alles trockengelegt. Diese Dinger sind nur noch gefährlich, wenn wir dagegen laufen. Oder wenn sie uns entgegenkommen, wie hier zum Beispiel. Aber das kann man sich vermutlich ja auch denken, wenn man den ersten schon ausgewichen ist oder getroffen worden ist. Weil hier sind überall Fallen. Das werdet ihr später auch sehen. Und darum finde ich das so interessant, dass uns Fallen gestellt werden. Ja, und jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite. Und hier sind zwei Truhen. Die dürfen wir um Gottes Willen nicht vergessen. Deswegen, nee, dürfen wir nicht. So, jetzt haben wir das nämlich zerstört. Und jetzt können wir nämlich auch zum Teleporter, wenn wir das wollen. Aber wollen wir jetzt erstmal nicht. Gut, wir müssen nämlich jetzt rechts rein, da wo wir eben waren. Ja. Ja, ich weiß, es ist eigentlich Schwachsinn, dass sie da überhaupt diese Zauberbohnen-Schüssel, keine Ahnung. Ja, ich nenne das einfach mal Schüssel oder Topf. Aber es sieht eher aus wie so eine Art Schüssel. Dass sie das da hingestellt haben. Gut, wir gehen jetzt erstmal hoch. Kletter, kletter, kletter. Gut. Jetzt sind wir hier. Auf geht's mit Gebrüll. Hä? Ein Eindringling! Unmöglich! Das muss ich sofort laut Mimin melden! Ja. Ihr habt ja gesehen, wir können diese Statuen wegschieben. Und was da halt ist. Was sehr fies ist, die Tür, die öffnet sich zwar schnell, also was heißt schnell, langsam, aber die schließt sich wieder schnell. Und yes, Leute, wir haben noch einen goldenen Falken. Jetzt haben wir 29 noch einen und wir kriegen schon wieder etwas geschenkt. So, jetzt fragt ihr euch, wie kommt man überhaupt weiter? Was will er mit dem goldenen Falken? Dazu kommen wir jetzt nämlich, weil ihr habt ja jetzt diesen Clip hier gesehen, dass da dieser kleine Wichtel da kam. Oder dieser kleine Yoda, wie ich es gerne nenne. Jetzt müsste eigentlich... Moment, ich glaube, jetzt müsste irgendwas kommen. Ja, genau. Ein Eindringling wurde gesichtet. Verschließt sofort den Eingang. Ja, Herr! Verlasst euch auf uns! Ja, Herr! Wir werden ihn aufhalten! Ich weiß ja nicht, ob diese Stimme angebracht war, die ich so verwendet habe. Aber egal. Das bringt ein bisschen Farbe ins Let's Play. Ja, die Spacken machen jetzt überall mit ihren Jedi-Kräften diese ja, Statuen an, diese Statuenköpfe. Und die müssen wir jetzt zertrümmern, damit wir überhaupt in die Höhle rein können. Weil das ist so gesehen das Schloss.
Und jetzt wird es ziemlich assi, werdet ihr jetzt auch sehen. Oder? Ich weiß nicht. Ich meine schon. Ja, genau. Lord, Nirude ist in Gefahr. Ich muss kämpfen, egal ob es eine Regelwürdigkeit ist oder nicht. Tja. Schön für dich. Für uns nicht. Ja, toll, wir können ihn so nicht treffen. Ja doch, wir können ja so links hoch. Aber erstmal gehen wir da oben rechts hoch. Wo ich eben nämlich gesagt habe, das dürfen wir nicht vergessen. Das habe ich auch nicht vergessen. Aber ich habe das in Erinnerung gehabt, dass das erst später kam. Gut, dann müssen wir das halt jetzt machen. Kein Ding. Ah ja, wieder Zauberbohne ausrüsten, ich weiß. Zack. Schön draufkloppen, bis er zertrümmert ist. Wir haben echt so viel Cash, dass ich niemals behaupten würde, dass wir jetzt bald zu wenig Geld da hätten. Das ist ja quasi so, als ob man irgendwie von Zinsen leben könnte in dem Spiel. Weil, ja, ihr seht es ja selbst. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich das jetzt wirklich ausgeben sollte, weil wir immer randvoll gepackt sind mit Kräutern und so. Da ich mich eigentlich bisher sehr gut geschlagen habe, immer wenn ich irgendwie was Gutes, Positives über mich erwähnen möchte, dann passiert immer sowas. Warum wohl? Ja, Eigenlob stinkt, ne? Yes. So. Okay. Jetzt würde ich sagen, müssen wir den ganzen anderen Weg gehen. Das heißt, ich muss wieder durch diese scheppige Wüste. Aber das macht nichts. Ich weiß ja, welchen Weg wir gehen müssen, damit wir da hinkommen. Also ungefähr weiß ich es noch. Ja, triff uns. Ist ja egal. Aber unterwegs können wir natürlich ein paar Teleporter aktivieren, damit das alles schneller geht. Ich hasse das nämlich. Hier links hatten... Ja, hatten wir geguckt, okay. Wollte ich nur auf Nummer sicher sein oder sicher gehen. Es ist Zeit für den Sandumhang. Gut, ja. Was wird jetzt passieren? Es ist und bleibt ein Rätsel. Ich würde vorschlagen, ich versuche irgendwie da oben entlang zu gehen. Aber da kommen wir nur später hin, indem wir... Ja, so einen gewissen Weg gegangen sind. Oder wir können den hier auch gehen. Ich probiere es einfach mal. Dass wir dann auch irgendwie... Ja, doch. Stimmt. Hier können wir ja wieder was verbrennen. Ich erinnere mich. Was haben wir hier? Konnte ich da irgendwie hoch oder keine Ahnung? Naja, es sieht schlecht aus. Das kann ich mir jetzt nicht denken. Gut, lassen wir das. Zum Glück haben wir den Feuerstab. Also das heißt... Diese Probleme haben wir erstmal nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach mal hier nebenbei gucken. Oh ja, hier ist der Friedhof. Ihr erinnert euch? Ganz am Anfang quasi noch. Boah, wie man hier gehen muss, ey. Das ist doch umständlich. Immer oben runter drücken und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Na, wo sind wir jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Also zurzeit habe ich noch selber keinen Schimmer. Das klingt auf jeden Fall wie so eine Art Tempel, aber... Aha.
Boah, noch ein Lebensdiamant, Leute. Das ist ja mehr als korrekt. Ich gehe trotzdem den einen Weg jetzt zurück, auch wenn wir den hier gehen könnten. Da es ja noch nach oben ging und ich weiß nicht mehr, ob dieser Weg vielleicht auch noch ein paar Kisten beinhaltet. Oh ja. Jetzt wieder diesen komischen Weg gehen. Ja, ja. Ja, diesmal kam ich besser durch als vorher. Treffen muss gelernt sein. Schön, schön, schön. Und jetzt? Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt frage ich mich, was hier war. Boah, ein goldener Falke sogar. Gut, das hat sich gelohnt. Stimmt, ich habe mich, glaube ich, letztens noch daran erinnert, das ist, glaube ich, zwei Parts her oder ein Part her. Nee, ich glaube, zwei Parts. Da habe ich doch auch gesagt gehabt, da ist doch irgendwie eine Truhe, wie kommen wir da bloß dran und so weiter. Ja, jetzt wisst ihr es. Hier irgendwo ist der Weg, um zu diesem komischen Schädel da zu kommen. Moment, ich guck mal. Ja. Unten geht zur Wüste zu der Verzweiflung. Das heißt, das müsste dieser Weg gewesen sein. Ja, das sieht ganz danach aus. Obwohl, hier könnte ich jetzt runterspringen und die Truhe öffnen. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Ich mache das gleich, wenn wir runter müssen. Och nö, Leute. Ah, da sind wir also hergekommen. Macht nix, macht nix. Aber das hier sieht sehr interessant aus, ne? Ich habe damals immer gedacht, man muss hier so durchlaufen oder so, und dann passiert irgendetwas. Dass es auch so eine Art Teleporter ist. Weil ich das sehr interessant gefunden habe oder fand. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, außer diesen Weg hier hoch zu gehen. Wir müssen nämlich nach oben rechts. Ja, hau ab. Na, Slimer. Das ist auch sehr interessant. Dazu kommen wir auch später. Und das war quasi eines meiner Lieblingsstellen. Mit dieser Erinnerung von Maya. Ja, komm, geh schneller kaputt, ey. Yes, geht doch. Und jetzt? Wie kommen wir da eigentlich dran? Ich glaube, an die Truhe kommt man später. Ich glaube, so schafft man das nicht, dahin zu springen. Ich kann es mal versuchen, ich glaube eher weniger. Nee. Gut, ich glaube, da kommt man nämlich hin, wenn man etwas Spezielles gemacht hat. Wenn man diesen Tempel da hinter sich hat. Hier kann man so ein bisschen, ja, gucken. Was heißt gucken, ne? Aber ich finde das voll cool, so eine große männliche, also was heißt männliche, menschliche Statue, die so als Tempel dient. Sowas fand ich auch immer sehr interessant, wie bei Ocarina of Time, bei von Zelda. Da haben die dann ja auch, ja, Lord Yabu Yabu zum Beispiel, dieser Wal, dass man in dem drin war und so. So Sachen finde ich natürlich immer sehr interessant, weil ich das interessant finde, wie die das so dargestellt haben oder gemacht haben, in dem Sinne. Und ja, ich überlege gerade, ob wir da nicht an diese Truhe drankommen, wenn wir schon mal hier sind. Obwohl, wisst ihr was? Wir machen das später. Wir müssen ja sowieso nochmal dahin. Ich will jetzt einfach nicht mehr Zeit schinden. Ich habe euch versprochen, euch das alles noch zu zeigen und so. Wir gehen jetzt erstmal hier runter zur Kiste. Am besten wäre, ich hole mir noch einen Teleporter direkt. Oh Leute, schon wieder ein Lebensdiamant. Die kommen ja, die sind ja an jeder Ecke irgendwie. Oder in jeder Truhe.
In jeder siebten Truhe. Ja. Wie in einem Ü-Ei. So, hier war, glaube ich, noch ein Teleporter. Ja, genau. Dann nehmen wir den einfach, dann müssen wir den ganzen Weg nicht gehen. Na, oh, warum gehe ich wieder da durch? Da ist das Büchlein, wir speichern kurz. Gut, dann kann ich das überschreiben, dann macht das nämlich nichts. Dann haben wir wieder so, ja, eine größere Sicherheit, falls wieder mal, ja, ein Part gelöscht ist oder so. Dann kann ich das halt nachspielen und dann ist das kein Problem. So, wir sind wieder hier. Habe ich jetzt eigentlich alles zerstört? Ja, die Türen sind alle auf. Oh, sogar die eine Tür, jetzt können wir da nämlich durch. Oh, die Boni, die braucht man doch gar nicht. Muss ich doch nicht ausgerüstet lassen. Ich kann auch so hoch. Damaka! Das hat wohl auch nicht gewirkt. Vielleicht sollten wir einfach abhauen? Haut rein. Okay, welche Wege sollten wir gehen? Ich gehe erstmal hier rechts. Schön. Das, was wir erst recht gerade nicht gebrauchen können. Naja, behalten wir uns das für später. Du wirst nicht gewinnen, Ungläubiger! Deine Lebenszeit läuft ab! Ja, ihr seht schon, die stellen uns schon ein paar Fallen, die nervig sind. Boah, Mann. Die haben uns so in die Ecke gekesselt. Sowas hasse ich ja, ne? Ja, kommt her. Ja los, stirb! Warum stirbst du nicht? Was soll das? Zack! Darmaka! Du hast mehr Kraft als ich dachte! Wie passt dir das? Wow! Weil wir da direkt standen, habe ich gedacht, er trifft uns. Ah, ich mach den mal so kurz kaputt. Ist ja ganz easy. Müssen wir, glaube ich, sogar gar nicht. Aber ich mach das einfach mal. Ich bin mir nicht sicher, ob die Tür jetzt zu war oder nicht. Nö, scheinbar nicht. Man kann auch noch auf den drauf springen, so ist es nicht. Was eigentlich sinnlos ist, weil ihr seht es ja, der ist kaputt, aber naja. Okay. Das war, glaube ich, Fail. Das hätte man, glaube ich, nicht so machen sollen. Wir brauchen nämlich beide, wie es aussieht. Oder? Ja, leider. Ah, ich weiß, wie wir das hätten machen müssen. Naja, wir sind wenigstens... Ah, zum Glück haben wir den doch zerstört. Dann nervt er uns wenigstens nicht. Dieses Ding soll mal schneller kommen. Ich darf mir nicht getroffen werden, sonst verliere ich das. Ich darf auch nicht runterfallen. Ah. Ich hab's hinbekommen. Aber dieses Gebiet mag ich auch voll. Ich habe das damals geliebt. Wir können dich nicht länger leben lassen, Eindringling! Hier, nimm! Du kannst nicht wegrennen, du kannst nur sterben! So. Hier gibt es eine Sache, darauf muss man erstmal kommen, ohne Scheiß.
Erzählt mir bitte nicht, das hättet ihr jetzt herausgefunden, auch ohne Lösungsbuch. Ich weiß nicht. Ihr seht, die ganze Zeit kommen immer und immer wieder Gegner, ne? So, ich verlasse diesen Raum. Ich gehe wieder rein. Damaka! Er ist zurück! Vielleicht wird ihn das hier ruhig stellen. Falscher Schalter! Das ist nicht gut! Lauft! Lauf weg! Ja, denn dieses Mal hat er den falschen Schalter aktiviert und wir konnten durch. Ja, den können wir leider nicht aktivieren. Hier braucht man einen Schlüssel. Also bleibt uns nur der Weg. Ah, ja. Hier muss ich in dem Moment, glaube ich, drauf. Nein. Ja, ihr habt gesehen, wie das gemeint ist. Das finde ich auch ganz cool gemacht. Ich mag sowas. Es gibt Abwechslung ins Spiel. Oh, nö, Leute. Jetzt muss ich ernsthaft überlegen, wie ich alle da auf die Schalter platziere. Ich würde sagen, der ganz hinten, den würde ich mal hier nach links schieben, damit der auf dem Schalter bleibt. Was mit dem ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der auf dem Schalter ist oder nicht. Ich würde sagen, den schiebe ich auch noch mal einmal nach rechts. Den einen kann ich nicht nach rechts schieben. Erst wenn ich den oberen nach rechts geschoben habe, denke ich mir einfach mal. Ja, das müsste hinkommen. Dann schiebe ich den anderen auch noch nach rechts. Und dann gehe ich auf den einen Schalter und zack, alles aktiviert. Ha! Geht doch! Das war eigentlich ziemlich simpel und einfach. Ja, hier müsste auch ein Schlüssel, glaube ich, drin sein. Ja. Zu viel zum Thema Schlüssel. So, wieder zurück. Boah, ich freue mich schon auf den Endboss. Das wird sehr cool. Das ist eine Art und Weise, einen Boss quasi zu bekämpfen, was man nicht so von Standardspielen kennt. Oder, ja, allgemein, Alundra ist kein Standardspiel. Das kann man mir nicht erzählen. Oder das kann man uns nicht erzählen. Ich finde, das ist einfach ein Meilenstein in der Videospielgeschichte gewesen. Und das kann bis heute niemand wirklich überbieten. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Irgendeinen Weg muss man... Ah, was haben wir denn hier? Okay, dann war hier doch nichts Wichtiges drin. Habe ich mich da vertan? Aber ich bin immer erkundungsfreudig. Das merkt man mir auch an. Ich finde, das hat nämlich auch so eine offene Welt quasi immer für mich. Das mag ich auch so sehr an solchen Spielen. Er ist schon so weit in die Höhle eingedrungen. Aktiviert sofort die Falle. Ich würde sagen, wir speichern einfach und dann beende ich den Part. Weil, ihr seht ja, es dauert eh nicht mehr lang, bis 25, und den letzten Part habe ich schon ein bisschen zu lang gemacht. Ja, heute noch? Geht doch. Ja, was kann ich denn dann überschreiben? Ich würde sagen, das hier. Ja, ich überschreibe einfach das. Schön, schön, schön. So Leute, in der nächsten Folge oder im nächsten Part geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Horror Jumper. Auf Wiederhören.